So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Dugtales Remastered. Ja, ja, die letzte Folge war eine halbe Stunde lang. Ja, irgendwie ist das Projekt super blöd in 20 Minuten Parts, weil man manchmal irgendwie schafft, manchmal nicht und manchmal mit aufhören muss und mal muss man dann irgendwie 50 Folgen ineinander aufnehmen, damit das endlich mal aufgeht. Super nervig, aber was soll's, wir haben das Spiel nämlich bald durch. Und ja, die letzten paar Parts waren mal wieder sehr krass beschnitten, ja, wegen der Musik-Capcom, wenn ihr das seht, ja, fickt euch mal ganz geschmeidig ins Knie, ja. Weißt du, ich mach die Musik extra schon leiser, wir claimen das trotzdem. Ja, ne, tut mir leid, von daher, weil sich meine Stimme scheiße an, ihr hört in den Game-Sound manchmal nicht, das ist super nervig. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt nicht der Fall sein wird, denn der folgende Soundtrack ist großartig und ich möchte, dass ihr den hört. Bitte. So, nämlich geht's jetzt zum Mond. Oh mein Gott. It's a long way to the moon, lads. But the green cheese of longevity will make it worth the trip. Hop, hop, and away. Jo. Und jetzt auch sehr schön, ja, wird erstmal etwas erklärt, was im damaligen DuckTales nicht erklärt wurde. Gosh, Mr. McDuck, I've never been to the moon before. Well, when it comes to Space Cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro, why in blazes are we chewing this awful blue muck? Why, that's Oxy-Chew, Mr. McDuck. It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. 5 good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh, and it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now, which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah? How do you figure? Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear mama said. And did it take a feather brain like you to believe her? Ugh, sometimes I don't know what I'm gonna... Wait, what's that? Look, here's someone who could give us directions. Hello? Ah. Mr. McDuck! Help! Oh no, we've got to save him! Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the moon vault. All right, fine. Stay here and guard the supplies while I look for that bumbling bookkeeper. Auch sehr schön, wie der gerade genannt wurde, und jetzt kommt die Musik. Ich sing lieber drüber, damit Capcom sich nicht denkt, wir claimen das. Ja, ne? Also, der Moon-Soundtrack, der damals für DuckTales 1 sehr bekannt war. Oh mein Gott, ist die Musik laut. Vielleicht muss ich die einfach mal ein bisschen leiser stellen. Lieber hört man sie leiser als gar nicht und meine Stimme dann irgendwie so kernbehindert. Stirb! Was ich sagen wollte, da wurde ja der Gizmo-Duck-Anzug genannt. In der deutschen Version hieß der ja eigentlich Krach-Bumm-Ente. Aber ich merke gerade, ich muss wahrscheinlich so machen. Haha. Natürlich, das macht Sinn. Ich weiß natürlich nicht, ob man auf den anderen Schwierigkeitsgraden mehr Geld bekommt. Hier mal kurz. Okay, da war doch nichts. Das müsst ihr einfach mal nach Moon Soundtrack suchen auf YouTube, ne? Da findet man schon genug. Boah, ich kann doch nicht die ganze Zeit durchlabern jetzt, ey. Nur wenn man die scheiß Musik nicht hört. Vielleicht sollte ich mich davon einfach nicht beirren lassen. Oh mein Gott. Wie geht das? So, können Sie mal kurz die Karte angucken. Alles klar. Hat sich gerade selbst umgebracht. Auch sehr schön. Wow. Das habe ich predicted. Habt ihr das gesehen, ey? So, an der Stelle kann man das auch irgendwie schaffen mit den, mit den 5 Gegnern in der Reihe töten, weil hier irgendwo so eine Münze erscheinen müsste. Kann man den Typen einfach die ganze Zeit entgegenlaufen. Oder hatte ich die, vorhin hatte ich schon eine. War das die damals? Ich weiß nicht mehr. So, nach rechts gehen macht noch nicht allzu viel Sinn.
Wir müssen jetzt erstmal ins Raumschiff, oh mein Gott. Ja, ne, hier. Ist eventuell die vorletzte Folge, vielleicht auch erst die vorletzte, ich kann es nicht genau sagen. War ja auch noch mit dem Bonus und so, ne, mit den ganzen Gemälden, die ich mir kaufen werde. Kann das schon mal dauern. Geld. Und auf dem Mond bekommt man auch nicht ganz viel Geld wie in den anderen Gebieten. Ich bin, glaube ich, nie über 1 Million gekommen. Also, so, an dem reinen Geld umrechts natürlich mit dem Cheese dann am Ende natürlich schon. Da muss man über 1 Million kommen. Oh no! Jetzt geht das ja gar nicht. Da kann ich mich jetzt nochmal rausfallen lassen, aber ich glaube nicht, dass es allzu viel Sinn macht. Ich mach's trotzdem. Vielleicht komme ich da in irgendein Zwischengebiet. Nein. Ich fliege einfach nur wieder raus. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht in irgendein Zwischengebiet oder so lande. Ach nee, doch. Ich habe mich gerade kurz erschrocken, als ich kurz auf die Lebensleiste geguckt habe. Ich dachte, ich hätte ein Herz zu wenig. Aber nein. Ich habe genau richtig viele. Ja, nachdem wir nämlich die hier haben. In dem Gebiet haben wir alle. Geiler Scheiß. Im letzten Gebiet, dann gibt es keine mehr. Das letzte Gebiet ist auch gar nicht so groß. Das geht eigentlich. Da muss man einfach nur durchrennen, da muss man nicht sammeln oder so. So ähnlich wie da, so ähnlich wie Entenhausen. Wie der Geldspeicher. Boah, Alter. Geldspeicher. Ich stelle mich auch gerade ein bisschen an, da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Boah, ich mach nur Scheiße. Ruby! Arriba! Geld! Geld! Ist super! Hier müsste ich auch rausfallen. Ich mach's trotzdem mal. Okay. Zack. Zack. Oh. Heute ist nicht mein Aufnehmtag, ich merke schon. Ich muss leider eine Runde Rayman aufnehmen, da großartig. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Immerhin, wir sind bei Rayman in einer neuen Welt endlich. Endlich in der zweiten Welt. Oh mein Gott. Das heißt, ne? Ich muss die blöde Sachen sammeln, von daher wird es nicht ganz so dramatisch schlimm, glaube ich. Aber egal. Krach, bumm, Ente. Dumme englische, denglische Übersetzung. Weißt du, alle anderen haben es richtig übersetzt, ne? Aber dann denken sie sich, wir nennen jetzt einfach Gizmoduck. Ja, das ist falsch. So. Ich gucke immer noch mal nach, wo denn der beste Weg ist zum Laufen. Aha. Das sind sie, die kleinen Secrets. Aber merkt schon, hier gibt es nicht viel, ne? Das Gebiet ist auch nicht allzu groß. Naja, letztendlich sind alle Gebiete nicht allzu groß. Ich weiß gar nicht, was das längste Gebiet ist. Ich würde vielleicht sogar sagen Transsilvanien. Motherfucker! Hat er gerade Motherfucker gesagt? Hört sich so an. Motherfucker! Fenton, get down from there and stop embarrassing yourself. Mr. McDuck! Thank goodness you're here! I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones. Bah, they'd soon learn that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your gizmo duck suit. You mean this? Security system disengaged. Disengaged. Genius. Gee, Mr. McDuck, do you mean it? Oops. Warning. Oops. Report. Artificial gravity system is offline. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. Not to worry. I'll have it fixed in a jiffy. I got a level 3 certificate of technology from Happy Ducky University, you know? Oh, no you don't. You'll probably slam into the self-destruct button too. I'll get us out of this. Ja. Ne? Wow, wir müssen Schalter drücken. Auch sehr schön. Mit dem Timer. Ja, war so eine richtig schöne Schwimmanimation. Woo! Ist, naja, man sieht schon die gleiche wie im Geldspeicher einfach, als wenn man im Geldspeicher schwimmen würde. Ist aber ganz nett, hier auch sowas zu haben. Woo! Ein bisschen Abwechslung. So, dann drücken wir es mal alle hier. Zack. Zack. Kann ich nicht irgendwas machen in der Zeit, wenn ich A drücke? Nö. Easy! System restored. All systems normal. Nice work, Mr. McDuck. Now, let's go get my Gizmo Duck suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find a Gizmo Duck suit myself. So, ich überlege gerade auch einfach in dem Part noch das Gebiet zu Ende zu machen. Weil dann habe ich im nächsten Part das letzte Gebiet, was wahrscheinlich so knapp, ja, vielleicht nur 20 Minuten gehen würde. Plus dann das Ende mit dem
Dingern da. Er macht wieder Selbstmord. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Bams. Geld. Nein, das ist kein Geld. Es war kein Geld. Mann, ich brauche Geld, Alter. Ich habe nur 240.000. Das ist nischt. Das ist absolut nischt. Ich brauche Geld, aber ein paar Secrets kenne ich noch. Zu denen wir noch nicht waren. Wir unter anderem da runter gehen gleich. Muss ich mir gleich mal merken. Beim Rückweg. Ja, wir müssen auch einen Rückweg gehen. Boah, du komische Power-Ente da, ey. Verpiss dich. Du siehst aus wie eine Ente bei dem Spiel. World Disney World Crest Magical Racing Tour für die PlayStation 1, Alter. Das Spiel habe ich. Da gab es auch so eine komische Ente. Na, ist ja auch Disney, ne? Das passt ja schon. Boah, ich bin auch gerade zu dumm, da einfach mal lang zu gehen dann. Ist ja auch Disney. Da gab es so eine komische Techno-Ente irgendwie. Sah auch so aus. Vielleicht war die das sogar, weil es hier im Original DuckTales, meine ich, auch gab. Würde ja passen, nicht wahr? Fuck! Moment. Machen wir nochmal. Ja. Das rote Ding muss natürlich ganz bis an den Rand geballert werden, ne? Ich wundere es gerade, dass ich das sonst anscheinend geschafft habe. Muss man ja voll viel Skill haben, den habe ich einfach nicht. Secrets. Aha. Immer noch nicht besonders viel. Hm. Okay, da ist nichts mehr. Bam, bam, bam. Wer den Penny nicht ehrt, ist den des Euros nicht wert. Irgendwie so gegen der Spruch. Ich kann mal sagen, wo wir die kleinen Edelsteine immer wieder haben. So oder so ähnlich auf jeden Fall, weil, ne, Penny und so voll alt. Ja, alt. Ich bin auch so D-Mark-Zeiten geboren, ja. Das muss man sich vor Augen halten. Aber auch das 2001. Das heißt, alle unter, Moment, alle unter 14 sind mit Euro aufgewachsen. Ungefähr. Wie lange war eigentlich der, das ist voll off-topic, ich weiß, aber wie lange war eigentlich der Markt noch gütig? Wie lange konnte man noch mit dem bezahlen eigentlich? Das frage ich mich gerade so. Oder musste man das wirklich sofort umtauschen? So, das ist nichts wert. Ich weiß es nicht. Voll off-topic, aber egal. Ah. Das würde auch erklären, warum wir schon immer so viele Sachen mit uns rumtragen konnten. Da war ich ja gerade, ne? Guck lieber nochmal nach. Ja. Lieber nach. Gucken, Mann. Bevor wir wieder irgendwas übersehen. Ne? Wir haben sowieso überall irgendwie Sachen übersehen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ich könnte jetzt mal eben beim Vorbeigehen... Boah, ich in alles reinlaufe. Mann, spring! Meine Fresse. Wir können das eben noch beim Vorbeigehen eigentlich erledigen. Nämlich mal hier runtergehen? Fragezeichen? Ne, da kamen wir ja her, ne? Wo war denn das? Ach ne, da war das, ne? Ne, oder? Ach so! Ach stimmt, jetzt haben wir es nämlich deaktiviert. Hier war ja vorher so ein Kraftfeld. Ich glaube, wenn wir das Kraftfeld hat sich durch dieses Schwerkraftding deaktiviert. Dann wäre das, noch da, wären da glaube ich so zwei Miniteile gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Na gut, ist nicht weiter dramatisch. Wer den Penny nicht ehrt, ist auch nicht wert. Halt's Maul. Wer labert denn so eine Scheiße? Verstehe ich gar nicht. So. Geld. Sag dir schon, dass ich Geld mag. Hat ja keinen Sinn. Keine versteckten... Aha. Oh. Da ist eine Truhe. Look at the size of this diamond. Mhm. So, da sind hundertprozentig noch Sachen unten. Zwei rote, die jetzt hier spawnen. Da unten. Ah, da unten. Natürlich. Ja, ja, ja. Ich kenne die Tricks. Wisst ihr, wie ich dieses Scheißspiel durchgespielt habe als Vorbereitung für dieses LP? Das ist nicht normal. Trotzdem habe ich wieder alles vergessen. Sonst habe ich das immer in einem Stück gemacht, ne? Und jetzt hier einfach bei den Aufnahmen sind oder echt so, keine Ahnung, zwei Wochen Pause dazwischen. Nein, nicht zwei Wochen, aber. Ja, insgesamt ging das Projekt jetzt schon über zwei Wochen, ne? Von daher. Und noch keine Sorge, ab dem Nachfolgeprojekt kann ich ja schon mal sagen, was übrigens. Ja, doch, es wird, glaube ich, das nächste Zelda-Spiel sein. Also nicht unbedingt sehr beliebt auf meinem Kanal, aber hey.
wird wieder jeden Tag kommen. Ne? Weil ab jetzt habe ich auch wieder Zeit. Klausurenphase ist soweit erstmal durch. Bis dann natürlich die Abiturprüfung kommen. Und da werde ich, da hatte ich mir auch schon was überlegt während der Abi-Zeit, was. Oh, aufstoßen. Was Let's Play-technisch ist, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache, weil ich mittlerweile gar nicht mehr ganz so große Lust dazu habe. Und ich auch nicht weiß, ob das ankommt wirklich, weil dann nämlich in der Zeit nur ein einziges LP da sein würde. Ach, das ist schon ein Spiel, was irgendwie auf meinem Kanal so ein bisschen raufgehört. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mir nochmal durch den Kopf gehen, ein bisschen Zeit habe ich. Ich kann. What the fuck? Ich konnte nicht mehr laufen. Och, Controller, ey, ganz ehrlich, war. Did it! Bip. What the fuck, Controller? Was ist los mit dir? Okay, das ganze Spiel hat einfach gerade einen Abflug gemacht. What the fuck? Jetzt muss ich. Warte mal. Na, jetzt geht's wieder. Was zum Teufel war das denn jetzt schon wieder? Was sei, muss ich mit Tastatur spielen? Ich hab's noch nie mit Tastatur gespielt. LOL! Oh. Oh, meine Fresse, ey. So! Da kam gerade eine Fehler. Boah, Alter, wir haben einen neuen Drucker, ne? Boah, jetzt muss ich mal kurz am Rücken kratzen. Wir haben einen neuen Drucker. Und der meinte gerade so, ich muss jetzt irgendein Auto-Update machen. Großartig. Oder irgendwelche Produktplatzierung. Produktregistrierung, wollte ich sagen. Scheiße. Gut, das ist jetzt wieder, der Part ist wieder bald voll, ne? Aber allzu viel fehlt dann mehr. Boah, hier ist ein Secret. I see what. Ah, hier ist Freda! Freda! Why are you here, Mrs. Beakley? Because zero gravity is the last place for bad dining habits, Mr. McDuck. There'll be no skipping meals on my watch. Not on my watch. Boah, ich muss es dringend ausstellen mit dem Drucker. If you'll pardon the expression. Of course. But I'll find my own way out, thank you very much. Voll die falsche Antwort. Ich hoffe, sie sind nicht beleidigt. Natürlich komme ich hier alleine raus. Was? Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Naja. Vielleicht sollte es, vielleicht ist es auf Englisch irgendwie anders gewesen und so. So wortwitzmäßig, was in Deutsch wieder nicht funktioniert, weil die deutsche Sprache scheiße ist. Nein, die deutsche Sprache ist nicht scheiße. Eigentlich muss ich ja froh sein, so Deutsch als Muttersprache zu haben, einfach weil, das ist aber mal so nach. Nein, nicht nach, aber es ist so wirklich eine der schwierigsten Sprachen, die es gibt. Neben halt so die ganzen Chinesisch, Japanisch, aber so die schwierigste in mehreren Ländern gesprochene Sprache, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, Englisch können wir auch nur so gut, weil wir damit irgendwie täglich konfrontiert sind. Hat das zwar nichts damit zu tun, das macht nichts. What Gyro was thinking when he designed this thing. Who fights crime with a unicycle? Unicycle. Genau, das Teil, was wir da einmal in der Mitte gesehen haben, müsste das hier sein, ne? Die Menschen mauen können. Egal. Rückweg. Zack. Zack. Boah, ist gar nicht so leicht. Es gab's bei DuckTales 1 auch die Stelle. Beim Original. Das war gerade ganz schön laut, glaube ich, während ich das gerade hier gerufen habe. Boah, es war. Ich war grad, bin gerade voll geistesabwesend einfach weiter runtergefallen, aber das war gar nicht verkehrt, weil ich hier sogar hin muss. Geil. War alles geplant. Natürlich. Ah, guck mal, da war noch so ein Mini-Teil. Alles geplant, natürlich. Ja, das ein oder andere Secret findet man dann noch auf dem Rückweg. Ich werde es doch in zwei Parts splitten, habe ich jetzt beschlossen. Ich meine, wir sind jetzt gerade mit dem Raumschiff fertig. Wir müssen da unten ja noch durch den Untergrund dabei durchkrabbeln, ne? Und da ist es gar nicht so dämlich. Schön, dass du Selbstgespräche führst, Dagobert. Fällt mir jetzt mal so in Part Nummer. Oh, leck mir mal 7 auf. Krass, ne? Part 7, das Spiel ist aber schon fast vorbei. Ja, ja. Nicht unbedingt sehr viel länger. Also schon länger als die. Als der. Oh, Alter, war das knapp. Als das Vorbild, ja, aber. Nicht ganz so. Aber ich auch nicht besonders lang. Man hätte natürlich so. Man hätte natürlich irgendwie so DuckTales Remastered, so DuckTales 1, 2 verbinden können irgendwie. Das haben zwar unterschiedliche Stories, aber hätte man ja irgendwie. Das hätte bestimmt irgendwie funktioniert. Naja. Vielleicht kriegen wir DuckTales 2 Remastered noch.
I managed to find all of Gizmo Duck's suit. Oh boy! Now we can find the treasure vault. Just a moment, Fenton. Gyro, I think I left my favorite $2 bill under the back seat. Would you mind getting it for me? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, boss, why'd you send Gyro back onto the ship? That's overacting, eh? When you put on that suit, you dunderhead. But there are only three of us here, sir. Won't he figure it out anyway when Gizmo Duck appears and I've mysteriously vanished? How wouldn't he worry about that? Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh, hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it. Oh, blather and blatherskite, I'm useless. Oh, das war der Code. Lustig. I mean, I'm useful to the extreme. Point me toward the offending blockade, so that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, would you, and follow me. Follow me, you're only... Meh, the darkness. And all I could find was this $2 million bill. Oh well, back under the seat it goes. Düsentrieb, du bist so ein beknackter Vollidiot. Egal, Leute, das war Duktales Remastered für heute. Und in der nächsten Folge schließen wir den Mond ab und werden wahrscheinlich das letzte Gebiet anfangen. Und dann werde ich mal dann das Gebiet beenden, das ist cool, weil es cool ist, oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.